So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Live und Woods. Wunderschön, dass ihr noch dabei seid, nachdem hier mal wieder ein kleiner Klingeler auf der Tür und auf der Matte stand. Nervtötend, egal. Ist jetzt auch erledigt. Schön. Wir waren hier stehen geblieben, einmal über den Bergkamm zu linsen. Passt noch alles von der Aufnahme? Ja, passt. Um zu gucken, ob hier hinten irgendwas Schönes sich versteckt. Diese komischen Geröllbatzen gelten jetzt nicht als was Schönes. Allerdings müssen wir jetzt relativ zügig wieder zurück, beziehungsweise werde ich mal wieder den Freiluftschnarcher ausprobieren. So. Gold, golden. Kartoffel brauchen wir nicht mehr. Rhabarber haben wir auch, Parsnip auch. Ich glaube, die habe ich jetzt alle. Ich weiß jetzt halt blöderweise nicht, in welchem Garten sich der Lettuce versteckt. Ich glaube, das war so ein Salad Garden oder so ähnlich hieß der. Mal schauen. So, hallo Welt! Zeige mir deine Schönheit. Ja. Hast dir ein bisschen wenig zu zeigen. Naja. Map, lädst du mal blöd so? Ja, richtig schön von dir. Oder auch nicht. Dann halt nicht. Dann spiele ich halt im Nichts. Auch okay. Mann. So. Mal schauen, hat sich das Nichts jetzt langsam zu irgendwas aufgebaut? Ja klar, zu Bergen. Leck mich doch am Arsch. Ich hasse Berge. Mittlerweile. Eigentlich fand ich Berge immer ganz cool, aber nachdem das hier jetzt so dermaßen inflationär um uns rum spawnt, da entwickle ich eine gewisse Aversion dagegen. Elende Gesteins- und Dreckhaufen. Denken Sie, wir haben was Besseres. Überheliche Säcke. Alter Vater. Wie hoch sind wir denn? Mama, guck mal, ich kann den Mond anfassen. Ist ja irgendwo was, wo ich reinhüpfen kann, oder muss ich ja echt die Abstiegsnummer machen? Alter. Also da hinten ist Wasser. Mal gucken, dass wir da genug Strecke nach vorne machen. Bau das Bett dahin, jetzt hack ich nochmal. Ja, ich schlaf. Alter, es ist Nacht. Genau. Er muss einfach nur mal ein bisschen aggressiv mit ihm reden, dann macht er genau das, was er soll. So, einmal das Bettchen wieder in die Tasche geklöppelt hier. Und los geht's. Ich möchte... Oh, Mann. Geronimo! Oh, 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 fuck! Hä? Wo spawn ich denn bitte? Ich hab doch... Ach so, weil ich das Bett kaputt gemacht habe. Nein. Schön, ne? Aber ihr seht an dem Biom, das ist genau das Biom, wo wir auch unser Hütchen stehen haben. Das heißt, wir sind hier in 0,x wieder rüber geflitscht und holen uns unsere Sachen zurück. Ach, Nase, ich hasse dich. Damit, das ging jetzt echt dezent in die Hose, dass ich da veranstaltet habe. Oh, kann man hier vielleicht irgendwo mal lebend von A nach B kommen? Fände ich echt richtig toll. Naja, machen wir es halt wieder mit dieser Nummer hier. Aua, Schnauze. Aua, Schnauze. So. Aua, Schnauze. Jo, dann joggen wir jetzt mal zurück. Unseren Grabstein sollten wir eigentlich relativ leicht finden. Vor diesem unglaublich verdammt riesenhohen Berg im kleinen Tal des Gravels vorm Wasser. Genaue Ortsbeschreibung. Schlicht und ergreifend in Richtung Norden. Wo ist Norden? Ich glaube, das war nicht diese Richtung, ne? Ne, wir müssen nach da. Ja. Cäsar und seine Orientierung gerade so ein 1- in etwa. Kriegen wir aber alles hin.
Ist ja nicht das erste Mal, dass ich wie ein Idiot meinen Sachen hinterherrennen muss, weil ich durch irgendeine saudämliche Aktion verreckt bin. Nee, da habe ich langsam schon ein bisschen Übung dran. So, Frage, ist das hier Norden? War das die Richtung, wo wir hingelaufen sind? Ja, und dann sind wir da hinten rum, ne? Ja, ich glaube, das ist die Richtung. Falls nicht, dann, ja, ist es nicht so. Jo, hallo Pferdchen. Okay. Oh Mann, jetzt bin ich mir langsam wirklich nicht mehr sicher, ob das hier Norden ist oder ob ich jetzt das Scheiße baue. Aber wir sind in so einem Zeug hier vorbeigekommen. Wir gucken jetzt einfach mal. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, bevor wir uns irgendwo wieder verstecken müssen. Und das gucken wir uns jetzt mal einfach an. So. Da ist ja dieses riesige Berggezuppel. Bin ich hier drüber gekommen? Ah, Mann, jetzt habe ich natürlich wieder keinen Atlas dabei. Na, okay. An Enden bin ich aber nicht vorbeigekommen. Das wäre jetzt gar nicht mal so knallig, wenn ich jetzt mein Zeug nicht mehr finden würde auf die Schnelle. Ach, dann müsste ich das zwischen den Aufnahmen machen und rumlaufen. Naja, aber hier sind wir auf jeden Fall schon auf diesem Kackriesenberg und davor ist ein Fluss. Das ist schon mal eine ganz gute Ansage. Ich denke, da sind wir gar nicht mal so extremely falsch. Ja, genau. Bring mich halt um. Aber da waren wir drin, glaube ich. Doch, 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 doch. So verkehrt sind wir nicht. So, wir waren aber ein bisschen weiter hinten. Wo der Fluss, der jetzt irgendwie aufhört, direkt an die Berge angrenzte. Ist der hier nur unterbrochen oder ist der dann weg? Das sieht ein bisschen nach weg aus, aber waren wir nicht weiter hinten? Ich kenne mich ja nicht mehr aus. Ist da noch ein Fluss? Da ist doch der Fluss, dachte ich mir doch. So, ist hier irgendwo so eine Kiesmulde? Nö. Da keine Kiesmulde. Sind ja auch keine Sachen hier, ich habe gar nichts mehr dabei. Jo, ja, komm. Kiesmulde müsste jetzt hier eigentlich gleich ums Eck kommen. So. War ja Kies, wo wir drauf geklatscht sind, oder? Dachte ich jetzt eigentlich schon. So. Ach, hier, guck mal, da ist ja ein Waypoint. Haha, wo kommt denn der her? Das Spiel denkt mit. Hat ja ich so Scheiße im Kopf, da findet es niemals wieder. Ich mache einen Waypoint. Ich hätte es auch so gefunden. Ja, wir waren hier genau richtig. Ganz genau richtig. Und hinten ist ein Dschungel. Im Dschungel könnten wir vielleicht Kaffeepflanzen finden. Das wäre toll. Wäre richtig toll, wäre das. So, hallo, Grubstein. Give me back my shit. Aha, mit Rechtsklick. Solltet ihr also mal in die Verlegenheit kommen zu verrecken, was natürlich euch niemals passiert, weil ihr also so viel besser seid als ich beim Spielen, dann ja. Bounce 0. Aha. So, ne, darf ich mal. Geht es nicht irgendwie. Geht es nicht irgendwie. Geht es nicht irgendwie schneller? So, ich habe jetzt auch nicht so die legendäre Ausrüstung mit. Ist also soweit okay. Tschüss, Grabstein. Ist hier noch der Waypoint? Nee, der hat sich verknuselt. Okay. War, glaube ich, eh ein anderer Waypoint. Weil die Waypoints, die ich hier auf dem Atlas setzen kann, die erzeugen hier nicht ein solches, so ein Strahl nach oben. So, mal ein bisschen was weggeräumt. Ich glaube, das ist soweit erstmal ganz gut. Und unser Inventar ist mal wieder voll. Ja, hatten wir noch nie. Das ist immer das Problem mit diesen Modpacks. Da kann man sich so hacke viel Zeug mitnehmen. Was ist das? Swordfern. Aber kein Fern. Ich will anderen fahren. So, hier könnten wir doch Glück haben. Was ist denn das? Pyramid Cedar. Heuschnupfenzeit, ich hasse sie. Da kann ich den Heuschnupfen, aber irgendwie juckt der Zinken dann trotzdem ein wenig. So, was sagt die Zeit? Okay, wir haben noch. Dem die letzte Folge sowieso wieder zu kurz war.
Ist das auch Cedar? Das ist dieses Willowwood, oder? Ja, Willowwood heißt es. Hab ich mir richtig gemerkt. Ich hatte jetzt auf diese Stalks gehofft, dass ich die hier abbauen könnte. Aber die Hoffnung war vergebens. Shit. Hi? Ernsthaft ein Hi? Greifst du mich an? Hi, 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 hi. Oh, oh, nicht so schnell. Kackhai, komm hier, komm hier. Alter! Wie schnell ist denn der Sack? Es ist er tot. Au! Piranhas auch noch! Wollt ihr mich alle töten oder was? Voll die Assis da drin. Assi-Pfütze. So, da sind Kühe auf dem Baum. Schön. Hab ich die Tür aufgenommen. Sugarcane, okay. Was haben wir da? Eine Sea Holly. Okay. Ach, schade, schade, schade. Ich hatte jetzt wirklich gehofft, dass wir hier die Jute Stalks finden, aber da ist mal gar nichts. Das ist hier echt ein bisschen tricky, auf dieser Map hier an die Sachen ranzukommen. Bei uns wachsen sie schlicht und ergreifend nicht. Und da, wo ich sie gefunden habe, waren sie bei weitem nicht groß genug. Das ist einfach schlecht. Und ohne Kunstleder, ist halt. Müsste ich halt dann doch Richtung Kuhfarm gehen und da habe ich eigentlich, gelinde gesagt, keinen Bock drauf. So, mein Gras, okay. Gibt's nicht noch irgendwelche Gardens? Irgendwie ja nicht so. So, langsam wird es jetzt auch schon wieder gefährliche Dunkel. Wir werden jetzt hier, bis wir schlafen müssen, noch ein bisschen weiterlaufen. Und im Anschluss dann wieder die Heimreise antreten. Sollte eigentlich in einem Tag zu machen sein. Nachdem wir hier nichts von dem finden, was wir brauchen könnten. Blöder Wald. Den Wald mag ich gar nicht leiden. Er mich wahrscheinlich auch nicht. Und drum krieg ich nichts. Ich geh mal kurz hier. Warte mal, bin ich noch im Bild? Ich bin noch im Bild. Ich bin im Bild. Ja, da bin ich. So. Mal hier schnell drüber gepaddelt. Da noch ein bisschen was. Ja. Ein bisschen Baumwolle. Das bringt mich jetzt aber auch nicht so extremely weiter. Stell das Bett da irgendwo hin. Schlaf hin. Schön schlafen. Gut, ich würde sagen, wir machen uns jetzt wieder auf den Rückweg. Wir müssen dann eine längere Exkursion einplanen. Um uns herum sind keine tollen Sachen. Da hatten wir hier in der anderen Exkursion ein bisschen mehr gesehen, aber ja. Das war dann wohl hier eher so weniger was für uns. Gehen wir nochmal kurz dahinter. So, in den weitesten Ausläufer davon. Wir könnten eigentlich hier im Atlas mal. Wir sind hier. Dann gibt es hier einen neuen Waypoint. Zack. Und den nennen wir Sumpf. Also, Verderbnissumpf. Dann. Wir wollen ja hier schon ein bisschen genauer sein und da mich der Sumpf nicht leiden kann, dann ist er der Sumpf der Verderbnis. Kacksumpf. Kacksumpf wäre auch ein schöner Name gewesen. Aber gut. Heißt diesmal anders. So, was sagt mein Atlas? Wir müssen... ich glaube straight in die Richtung, wo ich gerade hinlaufe? Nee, ich muss weiter nach links. Naja, du brennst doch mal schön alleine vor dich hin. Ich habe jetzt keinen Bock auf Spielereien mit dir. Ach, Jan Berg hat mir schon lange nicht mehr.
Eselig, eselig. Gut, dann müssen wir da durch. Jetzt weiß ich, wieder, wo ich diese Verderbnis hier habe. Das Horizon Zero Dawn. Da waren immer diese Verderbnisgebiete, die, wo die Maschinen beeinflusst waren. Die musste man reinigen. Sprich, alles töten, was da rumlief. Also Maschinen, also deaktivieren eigentlich, nicht töten. So, weiter geht's. War auch ein sehr, sehr tolles Spiel. Hat mir gut gefallen. Muss ich jetzt nochmal auf extrem schwer durchspielen. Dann wird es am Anfang schon echt knackig, weil leicht war es nicht. Am Schluss dann leider schon ein wenig durch die ganzen Fähigkeiten, aber anfangs war es schon echt. Ui, da. Stalk. Na, kriege ich so hier so ein Geraffel. Hab ich schon. Ach, darf ich doch nicht. So, weg da, weg da, weg da, weg da. Bisschen Platz will ich haben. Scheiß Nase. Böse Nase. Okay, bin ich noch auf Kurs? Wir sind exakt auf Kurs. Dann können wir hier jetzt mal ein bisschen Fersengeld geben. Ja, weil hier ist echt nichts, ne? Nix, was den Cäsar glücklich machen würde. Ein paar Kühe und so weiter, aber pff, mich hier jetzt durchzuschnetzeln, habe ich eigentlich weniger den Ansporn. So, und kurzer Kommentar, wenn ihr Kommentare schreibt, dann wird es ein bisschen brauchen, bis ich lesen kann, weil ich gerade ziemlich viel im Voraus aufnehme und dementsprechend einen Verzug von circa einer Woche momentan drin habe. Wieder was ganz Neues, dass ich am Stück so viel aufnehmen kann. Hatte ich jetzt aber auch mal wieder echt Bock drauf. So, jetzt sind wir am Eingang. So. Geht ja nicht dieses Kackgebirge. Also wir sind momentan hier links von uns. Also das, da ist es dann. Dann machen wir hier auch einen Map-Marker hin. Mondfelsen. Nicht Felskranz, sondern Felsen. Ich hätte mir vorher mal ein paar coole Namen irgendwo raussuchen sollen. Muss ich mal machen, damit wir die Wegpunkte dann auch schön benennen können. Ein paar Eigennamen und sowas. Gut, wir waren jetzt nicht allzu weit weg. Wir sind jetzt nämlich schon gleich wieder in dem Biom, wo wir heimisch sind. Jetzt joggen wir nochmal schnell hier über die Wiese und dann sehen wir, dass es genauso viel gibt wie da hinten, nämlich nichts Interessantes. Ein paar Rosen, was ist das? Lilac. Sag immer, eine Lilac ist. Das hier sieht mir enorm nach Spalte aus, aber nur eine ganz kleine, okay. So, letzter Stopp, bevor wir die Heimreise final antreten. Wir gucken einmal auf diesen Hügel und schauen, was da so ist. So. Okay, da geht's Richtung Hügeliger Wald, da ist reiner Birkenwald, da hinten. Was ist denn da hinten? Sah aus wie Dark Oak Wood. Mehr so ein Dark Oak Zuppe. Und im rechten was ist das? Ist das so ein Pilzbiom oder was? Okay, es ist Dark Oak. Kann ich das schon markieren vor mir? Ja. Schwarze Walde. So. Haben wir jetzt auch kartografiert und dann ist das gut. Wir sind ja voll der Landvermesser. Eigentlich hier vor den Landvermesser-Skill kriegen. Adlerauge, wir sind auf 5 Kilometer gegen den Wind, was für ein Biom als nächstes kommt. So, das sieht mir nach einem Garden aus. Leafy Garden, bitte, 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 bitte. Ich glaube, ich hab's, oder? Ich glaube, ich hab's. Brokkoli, League. Nein, ich hab's nicht.
Spinat. Mist. Der Leafy Garden ist genau der, der uns das fehlende Gemüse für die Burger gibt. Den Lettuce. Ui. Zum Glück bin ich nicht gejoggt und setze mich da jetzt voll reingezwiebelt. Ja, den Garten muss ich da mal stehen. Das ist kein Leafy Garden, den ich gerade brauche. So. Und dann einmal hier zurück Richtung Heimat. So ein Bärengarten, der war mir aber gerade egal. Das müssen wir irgendwann mal auch ein bisschen abbauen, weil wir daraus was zusammenbasteln können. Na komm. Au. Au. Auf. Böse Poison Ivy. Böse, böse, böse. So. Da ist noch einer. Nächsten Stock Garden. Das ist ein Stock Garden, habe ich glaube ich schon alles. Aber gut, wir haben jetzt schon ein paar neue Sachen wieder bekommen. Ist ja nicht so, dass es da jetzt völlig umsonst gewesen wäre. Pierce habe ich. Okay, voll der Felsüberhang hier. Warum auch nicht? So, au, au, au. Dreckige Poison hier. Mann, 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 Mann. Wir müssen nach links. Dahin. So, ein Gold Garden. Interessiert mich gerade auch nicht. Ich baue jetzt nichts Kürbissiges. Ich will jetzt eigentlich nur nach Hause. Au. Und unterwegs natürlich wieder jede Poison Ivy mitnehmen, die einem so verführerisch auf dem Weg entgegen funkelt. So. Ist das schon unser Berg oder ist es noch nicht unser Berg? Die Pferddichte wird wieder höher. Ja, wir müssen eigentlich jetzt genau da hoch, oder? Hier so. Hier so, hier so, da so. Oben mit dir. Ich glaube, es sind aber noch einen Hügel daneben. Oder bin ich schon richtig? Ah, ich bin richtig, sehr schön. Von der Seite wieder aufgetürmt hier. Schön ist das, gut. Das war jetzt die etwas längere Folge, nachdem die Folge davor ein wenig kurz war. Durch eine kleine Störung. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen. Wir haben jetzt leider noch nicht den Lettius gefunden, um uns die ganz tollen Burger zu machen. Aber das werden wir jetzt nächstes Mal bestimmt schaffen. So, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Ciao, ciao.